Bequem, modisch, gesund. Das sind die Attribute der Birkenstock-Schuhe. Eine große Palette vieler Modelle in zahlreichen Ausführungen und Farben. Die schöne Welt der Birkenstocks. Die Umwelt ist heil, das Fußbett gesund und Fabrikhallen vermodern ökologisch korrekt. Die Stimmung der Belegschaft gelöst. Eine Frage, wie fühlst du dich hier? Ich kann nur sagen, beschissen. Wieso? Ja, ich meine, das ist ja erniedrigende Arbeit, die ich hier betätige. Weil das ist eigentlich sinnlos. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Arbeit überhaupt machen. Weil wir produzieren zwar hier etwas, aber es wird nicht abgeholt. Ich weiß gar nicht, wofür. Wir lagern zwar hier ein, aber... Der betriebswirtschaftliche Wahnsinn hat Methode. Der Widerstand der Werktätigen ebenfalls. Als vor 3 Jahren der erste Betriebsrat ins zuvor gewerkschaftsfreie Stammwerk einzog, entbrannte der Sandalenkrieg. Die Belegschaften der Birkenstockbetriebe auf. Erhebt euch gegen die Handlanger der Birkenstocks. Bildet Betriebsräte, tretet offen für eure Rechte auch im Betrieb ein. Der Betriebsrat hat ganz normale Forderungen gestellt, wie zum Beispiel die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit und bei einer gerechten Leistungsprämie, wo nicht nur Menge prämiert werden sollte, sondern auch die Qualität, und die Forderung des Betriebsrates nach einem betrieblichen Vorschlagswesen. Da brachen für Karl Birkenstock an und für sich die Welten zusammen. Der Schlappenkönig reagierte entsprechend. Er zerschlug den Betrieb in viele kleine neue Firmen. Übernommen wurde, wer flinke Finger und die richtige Einstellung zum Chef hat. Seither wird die politisch korrekte Fußbekleidung für Studienräte, Bündnisgrüne und Betschwestern in gewerkschaftsfreier Atmosphäre zusammengeschustert. Beinahe jedenfalls. Es ist ja davon auszugehen, dass bei einer Mitarbeiterzahl von 1800 zurzeit etwa, dass bei so vielen Mitarbeitern auch einige sind, die irgendwo unzufrieden sind. Und wenn die dann aufgeheizt werden von von Leuten, die nicht zur Firma gehören, dann kann man wenige Prozent Mitarbeiter auch anstacheln zu kämpferischen Aktionen gegen den Rest der Firma. Zwei Vertraute des Chefs führen in die Birkenstock-Firma DEP. DEP, auch gerne DEP ausgesprochen, bedeutet Durchführung einfacher Produktion und wurde eigens für widerborstige Mitarbeiter gegründet. Zwei separate Straflager für 60 Männer und Frauen. Was machen Sie da? Ja, aussortieren der Betten, das heißt farblich zusammenpassend und nach der Größe und so weiter. Wie lange machen Sie sowas schon? Das mache ich jetzt schon seit 6 Wochen. Und vorher? Gar nichts, haben wir monatelang hier gesessen, das war hier abgetrennt vorher, mit Paletten. Und da durften wir uns eigentlich nur in dem kleinen Bereich hier drin aufhalten. Das heißt, wir durften nicht links, nicht rechts gehen, nur geradeaus zur Toilette oder halt hier in dem kleinen Raum aufhalten. Ich habe 5, 6 Jahre in Maschinen gearbeitet, wie an anderen Leuten. Und plötzlich, weil ich nicht meinen Vertrag nicht kündigen wollte, dass ich neu anfangen sollte, dann sollte ich diese Arbeit machen, irgendwie Straf oder sowas. Alles hier macht einen sehr gepflegten Eindruck. Ich weiß nicht, wo Sie den ausgegraben haben, der muss also Mittelalter sein. Das Kantinendesign ist mit Geschick dem allgemeinen Ambiente angepasst. Und wie sieht das hier aus, wenn Sie das mal hier zeigen? Also mit Betonfußboden? Und Betonfußboden halt hier, ganz alte Tische. Jetzt haben wir mit Mühe und Not mal ein Mikrowellen herbekommen, damit wir uns mal etwas Essen warm machen können. Mhm. Ja, und so. Das ist Ihre Kantine sozusagen? Das ist unsere Kantine, beziehungsweise Pausenraum, weil Kantine haben wir keine. Und was machen Sie dann, wenn Sie essen wollen? Wir essen wollen. Ich gehe dann rauf zu den Frauen, was mir anfangs auch untersagt wurde, dass ich nachher eingeklagt habe. Mhm. Und esse dann dort oben. Mhm. Oder halt oben in einem Frittenbude oder so weiter. Aber sonst. Mhm. Das sieht. Ich meine, das sieht doch anders aus, oder nicht? Ich bin hier zum ersten Mal hier drin, aber ich finde die Räumlichkeiten. Ich habe schon in ganz anderen Kantinen hier gewesen. Ist doch sauber hier. Mhm. Ja. Und es liegt aber auch an den Leuten hier, ob die Leute das sauber halten oder nicht sauber halten. Im Eingangsbereich des Männerlagers ist der ebenfalls neu gegründete Sicherheitsdienst untergebracht. Reiner Zufall natürlich, wie die offiziellen Begleiter beteuern. Geschäftsführer der Sandalenschutzstaffel ist, ebenso wie bei DEP, der jüngste Birkenstock-Sohn Christian, 24. Die Truppe trägt Kampfstiefel statt Korkschlappen und ist auch sonst zur Niederschlagung kleinerer Revolutionen bestens gerüstet. Ja, das sind ganz alltäglicher Feuerlöscher, den man halt so braucht. Erste-Hilfe-Koffer, auch klar. Das ist
CS-Gas, wenn man es mal benötigt, was allerdings nie benötigt werden sollte. Mhm. Ansonsten haben wir hier noch unsere Melder. Das heißt, wenn wir aus der Telefonfrequenz raus sind, erreichen die uns immer, wenn irgendwo eine Störung ist oder eben ein normaler Alarm. Halterung für Funkgeräte oder MacLight. Das sind normale Schlagstöcke, die gab es damals nur in einem größeren Pack, wegen der, alleine schon wegen dem Preis. Und ehe ich die jetzt irgendwo, sag ich mal, im Schrank reinlege, hänge ich sie mir lieber ordentlich an der Wand. Das ist auch schließlich was fürs Auge. Macht es Ihnen Spaß, im Birkenstock zu arbeiten? Ja, selbstverständlich. Wie ist das Betriebsklima? Sehr gut. Wirklich absolut sehr gut. Können wir Sie auch fragen, wie ist das Betriebsklima bei Birkenstock? Also was ich bis jetzt hier kennengelernt habe, ich bin seit November letzten Jahres dabei und hervorragend. Also ich habe bis jetzt keinen Arbeitgeber gefunden, der so mit seinen Mitarbeitern umspringt wie er. Die glücklichen Werktätigen sind, außer beim Sicherheitsdienst, in Firmenneuschöpfungen wie Happy Schuh beschäftigt. Leider dürfen Werksfremde nicht einfach in die Produktionshalle. Aber die Mitarbeiterinnen nehmen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gerne im Konferenzraum wahr. Eine nach der anderen. Die Vorgesetzte zuerst, wie es sich gehört. Wenn wir Probleme haben, wir können ja zu unserem Chef und zu unseren Ansprechpartnern gehen. Also Betriebsrat, ich wüsste nicht warum. Mein Ansprechpartner ist die Frau Schmickler und die regelt meine Interessen und habe ich also keine Probleme. Und wie ist das Betriebsklima hier? Ja, kann ich mich nicht beschweren. Ich komme gerne hier hin. Kraft durch Freude, das Birkenstock-Erfolgsrezept. Wie erklären Sie sich die gute Stimmung? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wenn keine übertriebenen Reglementierungen da sind, sondern die Leute frei arbeiten können, wie wir alle hier frei arbeiten können, dann macht eine Arbeit auch Spaß. Und wenn sie Spaß an der Arbeit haben, dann ist eine Stimmung in der Firma gut. Weil so viel positive Energie sich irgendwie auch mal entladen muss, fand vor der Firma gerade erst eine Protestaktion gegen den DEP-Betriebsrat statt. Bier, Bratwurst und Busse spendete der Chef, behauptet der Klassenfeind. Birkenstock dementiert. So oder so ein unvergessliches Erlebnis. Waren Sie denn bei der Demonstration dabei? Ja. Bei welcher Demonstration? Also bei der gegen den Betriebsrat oder für den Betriebsrat? Gegen, ne? Oder wie war das, ne? Gegen die? Gegen, ja. Bei welcher? Gegen den Betriebsrat, ja. Den gewerkschaftsfreien Betrieben gegenüber haben die Birkenstocks den Frauentrakt der DEP untergebracht. In einer heruntergekommenen Lagerhalle. Also hier arbeiten meine Kolleginnen. Zurzeit sind wir so circa 12 Frauen. Und wir verrichten halt Arbeiten, die wir früher nicht machen mussten. Oder halt ganz wenig nur. Früher haben wir halt Schuhe produziert. Seit der Chef die Maschinen demontieren ließ, bearbeitet Frau nur noch Ausschuss. Und damit es nicht zu kuschelig wird, ist auch das Betriebsklima natürlich geregelt. Winter hier kalt. Sitzen in den Mantel und Jacke und Schale, 3-4 Stück so stehen. Alles kalt, keine Fenster, keine Luft. Hier kannst du zu, wenn Arbeit kommen, den auch machen. Sonst immer so stehen. Ja, Gefängnisleute auch ein bisschen laufen, aber uns keine. Draußen sitzen auch verboten. Man fühlt sich wie der letzte Dreck behandelt. Als ob man irgendeine Krankheit hätte, die ansteckend ist. Monatelang waren die Frauen zur Untätigkeit gezwungen. Die vorherige Strafarbeit war ihnen entzogen worden. Birkenstock Junior hatte die Ausführung schriftlich bemängelt. Leider muss ich feststellen, dass sie noch nicht einmal in der Lage sind, einfachste Arbeiten, Leder-Kork-Trennung, durchzuführen. Arbeiten, die bislang von geistig behinderten Menschen einwandfrei erledigt wurden. Naja, mein ganzes Leben hat sich um die Mitarbeiter gedreht und wir haben immer ein sehr lockeres Verhältnis gehabt zueinander. Und das ist auch jetzt mit meinen Söhnen so. Zu dem Verhältnis ist gar nichts Besonderes zu sagen, weil das ist einfach, ich glaube, normal und ganz entspannt. Eine Unternehmensphilosophie, die man den Produkten anmerkt. Auf Schritt und Tritt Birkenstock. Das Original.